Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dreamfall The Longest Journey mit dem Gecko Climber. Wir haben in der letzten Folge den Gewürzwein für den blinden Bob gemacht und der hat uns jetzt zur Crazy Clara geschickt. Und ich habe ja schon gesagt, ich weiß ungefähr, wo die wohnt und das müsste irgendwo hier oben in dem Gebiet hier sein. Sogar hier auf dieser verlassenen Straße. Sie nehmen diese industrielle Revolution ziemlich ernst. Ja, das war schon... Ich denke, das war eine interessante Zeit damals. Als alles noch neu war und die Wissenschaft ständig neue Sachen entdeckt hat. So, bist du Crazy Clara? Das muss Clara sein. Sie sieht ganz offensichtlich so aus. Okay, aber bevor wir zu der gehen, gehen wir mal hier hoch und schauen mal, was da oben noch so auf uns wartet. Okay, hier ist noch irgendein Tor, durch das wir nicht können. Und das muss irgendein... Dieser Turm wirkt bedrohlich. Ich gehe dort nicht hinein. Na schön, dann bleiben wir einfach mal da, wo wir sind. Wo ist denn dann der andere Turm? Der müsste doch irgendwo da drüben sich nach oben strecken. Ah, da hinten ist er. Ist das ein Riesending? Naja. Herrje. Dann wollen wir mal hoffen, dass wir da so schnell nicht hin müssen. Ich habe ein ganz, ganz mieses Gefühl. So denn. Okay, Clara. Was sagst du? Hallo, bist du Crazy? Bist du vielleicht Clara? Du bist ein böses Mädchen, Clara. Du musst bestraft werden. Mein Baby. Mein Baby. Fort. Fort, fort. Was? Was ist deinem Baby passiert? Bist du ein spukender Geist? Baumelst du? Gib dich niemals mit Geistern ab, Clara. Sie können deine Seele fressen. Ich bin ziemlich sicher, dass ich kein spukender Geist bin. Aber du baumelst. Tue ich das? Ich weiß es wirklich nicht. Baumeln an ihrem Hals. Das tun die Mörder. Sei immer brav, Clara. Oder du baumelst auch. Und dann wirst du zu einem herumspukenden Geist. Oh nein, ich baumel nicht. Ich bin springlebendig. Siehst du? Ah! Nein! Clara war böse. Sie muss bestraft werden. Nein, bitte nicht. Es brennt so. Hübsches Ding. Hübsches Ding. Aufhören. Bitte aufhören! Oh Gott, ich... Es tut mir so leid, ich wollte dich nicht... Bist du in Ordnung? Mein Baby. Mein wunderschönes Baby. Fort. Ganz fort. Schlaf nun, mein Liebling. Morgen wird alles wieder gut sein. Es tut mir leid, meine Blume. Es tut mir leid. Ich wollte dir nicht wehtun, Clara. Du hast etwas verloren? Oder jemanden? Mein Baby. Ja, diesen Teil habe ich verstanden. Dein Baby. Ist es ein Kind? Ein Haustier? Westerlinge haben ihn in einem Netz gefangen, wie einen Schmetterling. Das ist illegal, ja? Wir können das jetzt nicht haben, oder? Haben ihn gleich eingesperrt. Wir passen auf ihn auf, bringen ihn für dich schlafen. Hübsches Ding, armes Ding, mein Baby. Also dein Haustier. Ein Hund? Eine Katze? Ich denke, in dieser Welt muss es seltsamere Haustiere geben. Ist nicht seltsam. Bester Freund, wirst niemals Freunde haben. Bist schlecht! Nein, bitte nicht, mein Freund! Du sagtest, die Westerlinge hätten ihn entführt. Wer sind die Westerlinge? Das Ghetto ist geschlossen. Tritt zurück! Was hast du da? Gib uns das Ding und zwar jetzt! Die Soldaten haben dein Haustier? Was haben sie mit ihm gemacht? Wir kümmern uns um ihn. Ja, das werden wir. Fort, aber so nah. So nah. Kann ihn noch hören, meinen Schatz. Hör ihn weinen. Soll ich dein Baby für dich zurückholen? Meinem Baby helfen? Ja, falls ich kann.
Ich werde es versuchen. Weißt du, wo es ist? Eingesperrt. Wie das Funkeln in einem Diamant. Er kommt heim zu Mami. Heim. Nie mehr wieder. Nie, nie mehr. Sag nicht so etwas. Wir werden es finden, okay? Meine Herren, also die hat wirklich einen an der Klatsche. Nochmals hallo, Clara. Mein Baby? Ganz cool. Noch nicht, aber ich versuche mein Bestes, okay? Ich will nicht, dass du dein Bestes versuchst, Clara. Ich möchte, dass du dein Bestes tust. Fort, fort, fort! Gut, dann dürfen wir dir gar nicht mehr reden. Jetzt müssen wir ihr Baby finden. Meine Herren, also so verrückt ist mir bisher noch kaum jemand untergekommen, aber sie kann uns wahrscheinlich helfen. Und wir wissen ja auch halbwegs, wo wir suchen müssen. Es muss hier in der Nähe sein, es müssen die Soldaten sein. Fisch, Schnackmäuler, Flipper, Dorsch, kauft frischen Fisch. Der ist hier raus. Hey, du kannst hier nicht hinein. Ist ja gut, ist ja gut. Ich habe nichts zu verkaufen, schreie aber trotzdem. So, hinter dem komischen Fieder entlang. Was ist denn das für ein Ding? Das muss das Haustier von Crazy Clara sein. Das ist aber wirklich süß. Ja, hat was. So denn, dann, Oh, oh. Was? Das war jetzt, Der beste Fisch in der Stadt. Okay. Was auch immer. Keine Ahnung. Krieg mal schon hin. Gewürze, wir haben Gewürze. Kauft bis es mal ins Spezialgewürze hier. Ja. Die hat er ja jetzt zum Glück, dank uns. Und jetzt hoffen wir, dass die Clara ein klein wenig besser zu sprechen ist auf uns. Wir haben ja schließlich ihr Baby zurückgebracht. Hey! Hat irgendwie was, das komische Tierchen. Mit den spitzen Ohren und den, Barthärchen. Irgendwas erinnert es mich. Na, egal. Das ist wirklich süß. Ich fühle mich warm und kribbelig in meinem Innersten. Ja, das haben wir alles gemacht. Ich sehe, du hast dein Baby zurück. In Sicherheit jetzt. Wir sind glücklich. So, so glücklich. Da bin ich aber froh. Hör mal, ich suche Minstrel Magda. Weißt du, wo sie ist? Magda? Wo ist Magda? Genau, das will ich wissen. Bitte, kannst du dich für einen Moment konzentrieren? Ich muss unbedingt Minstrel Magda finden. Eine Schale Suppe, Clara? Sagt die Suppendame. Oh ja, bitte. Hier hast du. Salznusssuppe. Unsere Liebste. Was meinst du? Oh, eine Suppenlady wie in einer Suppenküche. Sie betreibt eine Suppenküche? Suppe! Suppe für die Armen und die Obdachlosen. Warm und dick, mit Bohnen und Karotten drin. Und nicht nur Bohnen und Karotten, sondern auch seltsame Klumpen. Wo ist Magdas Suppenküche? Ich gehe jeden Morgen dorthin, um mir meine Suppe zu holen, ja? Sie ist nett, ja, das ist sie, die Suppenlady. Du fragst sie nett. Ich bin sicher, sie gibt dir auch eine Suppe. Dorthin? Wo? Zum Markt? Wir sind gleich unten an der Straße, Clara. Am Markt, am Südtor. Von Sonnenaufgang bis Mittag. Jeden Tag. Kannst immer kommen, verstehst du? Ja, das stimmt. Die Suppenküche. Ich bin daran vorbeigegangen. Danke, Clara. Pass gut auf dein Baby auf, ja? Es ist wirklich süß. Sag leb wohl, Kleines. Sag leb wohl. So, so, so. Okay, dann müssen wir runter zur Suppenküche. Na, dann wollen wir mal gucken, was dort auf uns wartet. Was war da noch? Die Türen und Fenster sind alle versperrt oder mit Brettern vernagelt. Lebt hier noch jemand? Keine Ahnung. Ich traue dem Laden hier eigentlich alles zu. Und jetzt wollen wir mal gucken, was die Minstrel Magda so zu erzählen hat. Spezialgewürze. Zwar nicht jetzt, aber normalerweise immer. Ja, ja.
Minstrel Magda. Endlich habe ich sie gefunden. Nochmal hallo, Liebes. Hast du deine Meinung geändert? Würdest du gerne eine Suppe haben? Magda. Nein, danke. Bist du Minstrel Magda? Psst, nicht so laut. Es gibt hier überall Ohren. Wer bist du? Was willst du? Ich suche nach Minstrel Magda. Ich kenne keine Minstrel Magda. Hier gibt's keine Minstrel in dieser Stadt. Nicht mehr. Aber mir wurde gesagt, dass du Minstrel... Wie ich sagte, es gibt so jemanden nicht. Ich wusste das nicht. Ich weiß eigentlich gar nichts. Mir wurde nur gesagt, dass Magda mir helfen könnte. Und wer bitte sagte dir das? Das war die Gastwirtin, die uns dahin geschickt hat. Die Gastwirtin vom Journeyman. Oh, und wer sollte das sein? Wie heißt er? Benreem Salmon. Ihr Name ist Benreem Salmon. Na schön. Also schickte Benreem dich los, Magda zu finden. Warum sollte sie so etwas machen? Weil ich nicht von hier bin. Das ist ziemlich offensichtlich. Na gut, Liebes. Ich glaube wirklich, dass du tatsächlich so verloren bist, wie du aussiehst. Ich bin Magda. Nur Magda. Und es wäre schön, wenn du mich so nennen könntest. Entweder so oder Madam. Keine Titel, keine Ehrennamen. Benreem sollte dir das verständlich gemacht haben. Ich werde dir helfen, alle Fragen, die du hast, zu beantworten und dir sogar den richtigen Weg weisen. Klingt gut. Aber sei diskret. Wie ich schon sagte, es gibt hier überall Ohren. Okay, ja, warum darf ich nicht ihren ersten Namen erwähnen? Die Frage ist mal gut, aber ich glaube, wir wissen die Antwort schon. Warum kann ich dich nicht bei deinem vollen Namen nennen? Minstrel ist kein Name. Es ist ein Titel, den ich trug, bevor die Azadi den Sentinel aus der Stadt verbannt haben. Und das ist eine Position, die ich nicht mehr innehabe. Sie gehört der Vergangenheit an, und ich möchte hier nicht mehr darüber sprechen. Die Wände haben Ohren. Ja, das hat sie schon mal erzählt, dass die Wände hier Ohren haben. Aber es... Ja, die Azadi. Wer sind die Azadi? Sie sind unsere Beschützer und unsere Gäste. Sie halfen vor 10 Jahren, Makuria von den Armeen der Tyrant zu befreien. Und dann entschieden sie sich, zu bleiben. Dann ist die Stadt unter Besetzung? Keineswegs. Du würdest gut daran tun, von den Azadi nicht schlecht zu sprechen. Also doch. Sie sind hier, um die Nordländer zu einen und Namen ihrer Göttin zu konvertieren. Und sie sind sehr speziell in ihrem Glauben. Das lässt einem hübsch wenig Raum für andere Ideen. Aber das ist alles, was ich dir erzählen werde. Ich würde dieses Thema vergessen, wenn ich du wäre. Naja. Wir werden mal schauen. Ich denke, mit denen werden wir noch mehr als genug zu tun bekommen. So, aber wir brauchen Hilfe. Warum sagte die Gastwirtin zu mir, dass ich zu dir gehen soll? Wahrscheinlich deswegen, weil ich den Reisenden vor dir auch geholfen habe. Aber die Zeiten haben sich geändert. Makuria ist ein sehr gefährlicher Ort für Leute wie dich geworden. Für mich auch. Aber ich bin von hier, du nicht. Denkst du das? Ich möchte nach Hause. Und das solltest du eilig tun. Es gibt hier kein Abenteuer mehr zu erleben. Nicht mehr. Gibt es nichts, was du für mich tun kannst? Wie ich schon sagte, ich werde dir mit allen Fragen, die du hast, helfen. Und ich werde dir die richtige Richtung weisen. Aber das ist alles, was ich tun kann. Besser als nichts, aber, wie kommen wir nach Hause? Kannst du mir helfen, in meine Welt zurückzukommen? Nein, das kann ich nicht. Das ist zu gefährlich. Aber ich kann dich in die Richtung von jemandem schicken, der dir helfen könnte.
Du wirst nach Old Town gehen müssen. Sie nennen es heutzutage das magische Ghetto, nachdem unsere Beschützer die Mauer wieder aufgebaut haben. Der Eingang zum Ghetto ist auf der anderen Seite des Platzes. Das Tor ist gewöhnlich offen, aber im Moment machen die Soldaten eine Razzia. Du wirst warten müssen, bis sie das Tor wieder öffnen. Wohin muss ich gehen, sobald ich drin bin? Suche dir einen Meister des magischen Handwerks. Ein Meister der Magie könnte imstande sein, dir zu helfen, dein schlummerndes Talent zu wecken und ein Tor zu öffnen. Aber sei vorsichtig. Wenn die Asadi von deiner Herkunft und deinen Kräften erfahren sollten, kennen sie keine Gnade. Sie würden dich verschleppen und dich vor Gericht stellen. Sie fürchten die Magie, diese Fremden. Sie tun alles, um jeden zu kontrollieren, der sie benutzt. Und ich fürchte, dass sie in ihren Bemühungen erfolgreich sein werden. Ich sagte schon, du hättest eine bessere Chance, nach Hause zu kommen, wenn du nach Old Town gehst. Na gut, dann müssen wir irgendwie dorthin. Aber, was weiß ich denn über das Ghetto? Was ist das magische Ghetto? Es wurde Old Town genannt, die älteste Nachbarschaft in Makuria. Jetzt ist es ein getarntes Gefängnis. Alle Magischen in Makuria sind hinter diesen Mauern verschwunden, um sie vor den Menschen zu schützen. Nachts werden die Tore geschlossen und es gibt häufig Razzien. Häuser werden auf den Kopf gestellt. Gute, ehrliche Leute werden eingesperrt und... Und was? Sie werden weggesperrt. Und niemals wieder werden sie gesehen. Die Asadi nennen sie Terroristen. Aber sie sind einfache Leute. Ladenbesitzer, Schneider oder Dichter. Die einzigen Terroristen sind hier... Ach, aber nein, sprechen wir nicht schlecht von den Asadi. Sie haben so viel für uns getan. Na schön, das hatten wir schon. Aber ich probiere mal, was sie jetzt noch sagt. Vielleicht bekommen wir noch ein paar neue Infos. Um nach Hause zu kommen, muss ich in das magische Ghetto gehen? Nach Old Town, ja. Aber du wirst warten müssen, bis die Razzia vorüber ist. Okay, aber wir haben noch, ja, es ist riskant, aber wir probieren es einfach mal. Vielleicht bringt uns das ja weiter. Kennst du jemanden mit dem Namen April Ryan? April? Es ist möglich, dass ich den Namen schon mal gehört habe. Was ist mit ihr? Ich weiß nicht, ich muss sie finden. Wir haben etwas gemeinsam und ich denke, sie ist in Schwierigkeiten. Und du hast vor, sie zu retten? Wie willst du das anstellen? Ich weiß das auch nicht genau. Ich muss sie jedenfalls finden. Nun, es tut mir leid, aber ich kann dir bei dieser Angelegenheit nicht helfen. Na schön. Danke. Sei vorsichtig. Gehe den Asadi-Soldaten aus dem Weg. Wenn sie merken, woher du kommst... Ich weiß. Ich werde vorsichtig sein. Auf Wiedersehen. Psst. Ja? Was willst du? Ich hörte, dass du einen Weg ins Ghetto suchst. Wer sagte dir das? Warte, warst du heute Morgen nicht an diesem Gasthof? Nicht hier. Hier sind überall Soldaten. Folge mir. Ich folge dir doch nicht überall hin. Aber ich kann dir den Weg ins Ghetto zeigen. Warte mal eine Minute. Wer bist du? Mein Name ist Wurm. Wurm? Das suggeriert nicht gerade Vertrauen. Was meinst du damit? Woher soll ich wissen, dass ich dir vertrauen kann? Als du zum Gasthof zurückkamst, hörte ich dich den Namen April Ryan sagen. Du kennst sie? Ich weiß, wie man sich mit ihr in Verbindung setzt. Das weißt du? Wie denn? Du wirst mir vertrauen müssen. Wenn du mich beim Gastwirt belauscht hast, dann weißt du, dass ich nicht von hier bin.
Ich kann doch nicht jedem Fremden, den ich auf der Straße treffe, folgen. Ich meine, woher weiß ich, dass du mich nicht gleich in eine dunkle Ecke zerrst, mich zusammenschlägst, mich fesselst und dann in irgendeinen Keller verschleppst? Ich verspreche, dass ich dich nicht in einen Keller verschleppen werde. Außerdem, welche Wahl hast du? Du sitzt hier fest, stimmt's? Ich bin der Einzige, der dich zu April bringen kann. Sie ist doch diejenige, zu der du willst, oder? Okay, gut. Ich habe so gut wie keine andere Wahl. Aber wenn du mich anlügst, werde ich schreien. Und ich kann ziemlich laut schreien. Ich bin sicher, dass du das kannst. Ich verspreche dir, kein Keller. Los, komm mit. Okay, aber den werden wir jetzt in der nächsten Folge hinterherlaufen. Und der Typ ist mir übrigens ziemlich suspekt. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!